Hi ho Leute, ich begrüße euch mal wieder bei World of Tanks, wo, ja, mittlerweile 9.2 da ist. Ich dachte, ich zeige euch das auch fix in der Garage, denn es gibt hier diesen hübschen Wargaming-Hangar, der echt nett ist. Zur Feier des 16 Jahre Wargaming. Mittlerweile funktioniert er auch richtig. Am Anfang haben sie ihn ganz schnell wieder rausnehmen müssen, weil dieses Flugzeug, was da fliegt oder fährt, flog halt von oben durch den Panzer hier durch und ist dann in den Hangar reingefahren, durch die Wände, was halt irgendwie ein bisschen buggy war. Außerdem hat man wieder einen neuen Panzer geschenkt bekommen, den TK. Ziemlich langsam, nicht unbedingt toll, aber ich finde die ziemlich lustig, denn wie ihr wisst, verstehe ich mich ja mit den Jungs von Jumbo sehr gut und der Chef dort heißt Thekenathlet oder wird einfach nur Theke genannt und seit es diese Panzer gibt, gibt es halt eine dauernde Verwechslung. Wir waren gestern im TS und immer wenn irgendjemand vom TK gesprochen hat, ich dachte, hä, was, wie, was haben die jetzt von Theke? Ach nein, die meinen den Panzer. Sehr unterhaltsam. Aber ansonsten werden wir uns heute um den Conqueror kümmern. Und ihr seht, wer das noch schon, ich habe hier wieder Mods drin. Ich habe diesmal wieder das Modpack von Medi genommen, einfach weil es halt gerade schon da war, als ich geguckt habe. Und funktioniert soweit alles super. Anpassungen sind wie immer in der Beschreibung, im Download, so wie jede Version. Und ja, ich möchte unter den Conqueror durchfahren, denn, also zum einen ist dieses Wochenende ein Event, wo für jeden Sieg Doppelerfahrung, es für jeden Sieg Doppelerfahrung gibt, so. Und zum anderen ist das der FV-Heavy, die nächste Baumspitze. Und da brauche ich nicht mehr allzu viel Erfahrung für ungefähr 26.000, 26.500, die mir da noch fehlen. Und einiges an Credits, nämlich knapp 1 Million. Die werde ich mir auf jeden Fall jetzt im Laufe des Wochenendes, also zumindest das Freifahren jetzt am Wochenende machen. Ob ich ihn mir schon kaufe, ist so eine Sache. Ich muss mir noch überlegen, ob ich dafür andere Panzer verkaufe, um die Credits locker zu machen. Ich bin zum Beispiel bei S51 überlegt, ob ich die wieder verkaufe, weil mir die einfach keinen Spaß macht. So gar nicht. Aber das Ganze ist zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hier seht, auch schon nicht mehr ganz aktuell. Denn ich nehme hier gerade Samstag auf. Das Datum ist das Einzige, was noch buggy ist, das ist auch ein bisschen abgeschnitten. Und heute Abend ist der Livestream und da werde ich den versuchen durchzufahren und mir dann überlegen, ob ich mich mit etwas hinstelle und den, ich kann ihn mal wiederholen, schon mal durch, ob ich mir den schon kaufe oder nicht. Das werde ich dann sehen. Das heißt, bis es soweit ist, bis das hier rauskommt, werden diejenigen, die beim Stream zugucken, das Ergebnis schon kennen. Aber da ein Großteil von euch nicht zuguckt, werde ich mir jetzt heute einfach mal ein bisschen Conqueror fahren. Denn, also, ich werde den Conqueror auf jeden Fall behalten. Das steht fest, denn er ist ein unheimlich geiler Panzer. Aber ich werde ihn danach natürlich nicht mehr allzu oft fahren. Sondern halt immer dann, wenn ich Bock drauf habe und mal eine neue Crew hochzuzüchten. Aber der Conqueror ist ein absolutes Hammerteil. Von allen Tier 9ern Heavys auf jeden Fall der geilste für mich bisher. Ich habe ja schon einige gesehen, auch schon einige gefahren. Den M103 freue ich mich noch drauf, der dürfte mir auch gut gefallen. Aber sonst Conqueror, absolutes Hammerding. Ist halt von der Panzerung her teilweise sehr tricky. Ab und zu kommt alles durch, ab und zu gar nichts. Je nachdem, wie gut man es schafft, sich anzuwickeln. Vom Turm her ein Monster. Dieser Turm ist, wenn man den nutzen kann, richtig stark. Und die Gun, die auf dem Turm drauf sitzt, ist dann einfach ein Biest. Also so richtig. Ich glaube, ich habe es schon mal ausgiebig vorgestellt. Aber wir gucken uns heute gerne nochmal an. 259 Schaden und 400 Durchschlag. Umgekehrt, 400 Schaden und 259 Durchschlag. Mit einem ziemlich guten Reload. Wir sehen es hier jetzt 9,1. Das ist für ein Heavy echt gut. Die meisten Heavys laden länger auf der Tierstufe. Und das mit so einer Munition, die halt echt gut Schaden macht. Klar, sie ist nicht so hochschadenskaliert wie andere Guns, die irgendwie bis 400, ich glaube 490, 500 hochkommen bei Heavys gerne mal. Ich glaube 490 ist der übliche Wert. Aber dafür schießen wir einfach schneller, haben damit die höhere DPM. Und das ist beim Conqueror so unheimlich geil. Denn der knallt halt einfach Gegner sehr, sehr kurzer Zeit weg. Beim FV215B wird das noch cooler. Und auf den bin ich halt schon gespannt. Ich bin sehr froh, dass sie jetzt das Baumspitze-Event machen, denn ich weiß nicht, wer von euch das mitbekommen hat, wer noch nicht, aber ungefähr Neujahr rum, eher kurz danach, werden die beiden 10er, Medium und Heavy zusammen von den Briten ausgetauscht. Ich weiß, dass man das kannte. Ich hätte die Lorraine treffen können. Und es ist bei den Mods übrigens auch ein neuer dabei, der, wenn Teamkollegen weiter weg sind, eine weiße Umrandung anzeigt. Das finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig ab und zu. Glaube aber nicht, dass es vom Mod-Technischen her verboten ist. Und deswegen habe ich mir nicht die Mühe gemacht, das wieder rauszunehmen. Weil ich es meistens einfach gar nicht mehr wahrnehme, außer ich achte explizit drauf. Deswegen ist das halt einfach noch mit drin. Ja, aber wie gesagt, die werden halt ausgetauscht, bekommen zwei neue. Es wurde mit einer Kante gegeben für den Heavy Wittes der Chieftain MK2. Und für den Medium wird es eine Centurion-Variante. Ich glaube, ich habe die genaue Bezeichnung vergessen, aber die ist auch ziemlich cool. Denn das Geile, also der wird halt, die Gun wird ungefähr die gleiche bleiben, aber er kriegt dann einen wesentlich geileren Turm. Und der, den sie bisher haben, der FV4202, der hat halt einen Scheiß-Turm, um ehrlich zu sein.
viel zu großen Turmring und halt eine viel zu große Kuppel oben drauf. Da schießen sie einem halt alle durch. Und das wird damit wesentlich besser. Ja, jetzt hat er immer noch drei mich natürlich gesehen, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Der wird einfach einen viel geileren Turm bekommen, der dem Conqueror-Turm schon deutlich ähnlicher sieht. Der finde ich vom Design, und auch dem Chieftain-Turm, finde ich vom Design her echt sehr interessant. Fuck, da kommt eine IS-7, das ist nicht gut. Zum Glück haben wir ein WT hinter uns. Ja, aber wie gesagt, da freue ich mich schon unheimlich drauf. Und ich will aber vorher auf jeden Fall den FV-Heavy noch halt spielen. Den Medium werde ich wahrscheinlich auch ausprobieren, aber nicht so viel. Denn den finde ich halt. Gucken wir mal dann, wenn ich nicht gucke. Und den schlage ich noch nicht mal richtig gekettet. Aber wie gesagt, also den Medium finde ich jetzt momentan, wie er ist, nicht so den Oberhammer, weil einfach der Turm zu schwach ist. Und ja, den 1390 ignoriere ich jetzt erstmal halb, bis ich den da hinten beschießen konnte. Aber das ist halt schon spannend. Der Pippen von oben. Ja, hier sind mittlerweile ein bisschen sehr viele Gegner. Also sind die Anzeigen, wie lange man, also die Anzeigen, wo man getroffen wird, finde ich zeitlich recht lang. Die muss ich mir einfach mal überarbeiten, dass das wieder weniger ist. Aber das sind so Kleinkram bei Modpack-Anpassung. Aber wie gesagt, da freue ich mich schon drauf. Und ich freue mich jetzt auch drauf, vor den FV-Heavy dann zu fahren. Es muss wehtun, da ist super. Leider, leider habe ich jetzt auf einmal keinen Waffenträger-Support mehr, weil der abgehauen ist. Ohne dass ich es mitbekomme. Und jetzt habe ich ein Problem. Vor allem, weil ich auch noch nicht lang genug nach vorne gucke. Oh, die IS-7 ist weg. Das ist schon mal was wert. Aber der Patton da oben ist halt weiter. Und er weiter nach vorne guckt, sonst wird der 50-100 mich. Der 1390 mich. Jetzt kommt der Patton wieder. Und der 1390 ist dann halt leider immer noch. Das kleine Mistding. Ja, und jetzt hat er mich da. Ah, ne, der Patton von hinten, ja. Das war von der Positionierung her echt ungünstig. Denn leider, leider kann ich mich da nicht gegen beides anwinkeln. Und ich habe auch viele Schüsse nicht vernünftig getroffen, muss man dazu sagen. Da hätte ich doch einiges mehr machen können. Sieht auch nicht unbedingt allzu gut für unser Team aus. Leider wird das aber auch noch ein bisschen dauern, weswegen ich mich hinstelle und den Panzer Nummer 2, den ich jetzt am Wochenende fahren will, auspacke, nämlich meinen E50. Erst habe ich überlegt, es ist jetzt für durch das Anniversary auch das Tier 8 bis Tier 10 50% reduziert, ob ich den T50 durchfahre und mir den T50 schon E50 durchfahre und mir den E50M hole. Das Problem an der ist, also den werde ich jetzt auch bald durchbekommen, klar. Fehlt sogar noch viel weniger, aber dafür brauche ich jetzt 1,8 Millionen. Ich könnte mich hinstellen und sagen, ich verkaufe den E50 jetzt. Weil den werde ich so oder so verkaufen. Dafür kriege ich aber halt nicht allzu viel beim Verkauf zurück. Weil er halt auch 15% reduziert ist dann beim Verkauf. Dafür kriegen wir halt irgendwie 1,6 Millionen. Das wäre eine machbare Sache. Und das ist halt die Gedanken, die ich sonst noch habe. Und dann müsste ich mich aber hinstellen, müsste mir 2 Wochen genug erfahren, um mir den FV-Heavy wiederzuholen. Da bin ich mir noch nicht sicher, was ich davon machen will. Wie gesagt, genaueres werdet ihr dann wissen, wenn ihr beim Stream zugeguckt habt, weil es geht mir immer noch beides durch den Kopf, was davon ich machen will. Wie gesagt, beides gut machbar. Einen der beiden 10er werde ich mir wohl an dem Abend holen. Aber ich weiß halt auch noch nicht, wie genau. Und wir haben Leute von den Sternen Wölfen dabei. Das ist schon mal gut. Und nur 2 Tier 10er. Jeweils ein Jagdpanzer, bei denen der V-Heavy. Hallo, der V-Heavy und bei uns ein 50B. Das ist schon mal eine gute Sache. Leider habe ich hier keine Zugkollegen, weil alleine finde ich die Map ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend. E54, E51, 1. Aber ich glaube, wir können in die Mitte fahren. Wir dürften genug DPM dafür haben und eigentlich dürfte von unseren Mediums auch was mitkommen. Damit dürften wir in der Mitte ein bisschen arbeiten können. Wenn ich im Platoon bin, fahre ich hier prinzipiell lieber über den Süden. Aber alleine nicht. Da habe ich im Süden alleine zu viel schlechte Erfahrungen gemacht. Dann doch lieber hier in die Mitte. Bei Lorraine zusammen dürften wir da echt schon gut genug und dem Indienplatz dann gut genug bestückt sein, dass wir da was machen können. Oh, T55 kommt auch noch. Reicht. Dann wird es hier wahrscheinlich gleich sogar wieder voll. Aber wenn es gut läuft, braucht der Jagdpanzer E100 sich nicht mehr Sorgen machen, weil wir ihm dann gleich von der Seite unterstützen können. Unser Lorraine drückt durch, der T54 fährt vor. Aha, aha, aha.
AK-54 steht mir im Weg und ich krieg meine Gun nicht runter und ich darf. Man muss dazu sagen, der gegnerische T-54 stellt sich da gerade echt nicht gut an. Er wird mir zwar noch einen mitgeben, aber er platzt dafür halt auch. Ich hätte gehofft, dass ich seinen Reload vielleicht schlage. So, jetzt ist der V-Heavy hier. Das hatte ich auch befürchtet, dass sowas passieren kann. Das ist nämlich sehr ärgerlich. Damit haben wir Problem. Ja, und der kommt nämlich auch noch bei meiner Seite durch. Das ist so eine Befürchtung, die ich hier hatte. Und leider muss ich sagen, seit dem Patch habe ich das Gefühl, der E50 wackelt wesentlich mehr. Hat euch zumindest wesentlich mehr Probleme mit. Dass ich einfach bei solchen Schüssen ganz oft das habe, dass mein Panzer wie wild am rumwackelt ist. Und ich deswegen Schüsse verschieße. Ich weiß nicht, ob das wirklich neu ist oder ob ich mir das nur einbilde. Aber irgendwie habe ich da gestern auch mit den E50-Fahrten schon... Und wir haben den Cockroach verloren. Das Problem war, dass ich da halt echt teilweise rumgeeiert bin wie so ein Bekloppter. Ja, jetzt kommt die IS-3 und gibt mir einen mit und ich kann nicht sagen, und ich brenne auch noch super. Nee, den Motor repariert. Oh, und die fette Falschung einfangen. Ja, ich gebe zu, da standen wir ziemlich schlecht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die jetzt so schnell auf mich drücken. Vor allen Dingen, wenn da von der Seite Lorraine und Indienpanzer kommen. Wie ihr merkt, es läuft heute nicht so besonders gut. Das ist auch leider das Hauptschema, was ich an solchen Eventtagen habe. Also wenn ich in einer Runde nicht perfekt spiele, kriege ich eigentlich immer auf die Schnauze, weil leider, also es ist ja nicht böse gemeint, aber die meisten WoT-Spieler sagen das Gleiche. An solchen Events steigen wieder alle in ihre Panzer rein, die man eigentlich in ihren Panzer nicht sehen will, weil sie sich doof anstellen. Und zum Beispiel die Conqueror-Runde hier habe ich, würde ich sagen, noch nicht mal weltbewegend schlecht gespielt. Wenn ich Zweiter, also es ist kein Hammer Schadenswert, da geht beim Conqueror wesentlich mehr, aber ich bin damit halt Zweiter. Da kann ich mich nicht beschweren, dass ich zu, also wie sage ich das jetzt hier? Ich fand meine Leistung in der Conqueror-Runde nicht unbedingt gut, da hätte ich mehr machen können, aber dass ich auf zweiter Stelle im Team bin, sagt eigentlich alles über das Team. Und leider hat man sowas halt, wenn, gerade wenn so für jeden Sieg Doppel-Event und ein Panzer geschenkt bekommt, hat man das halt echt oft, dass halt viel Murks zusammengefahren wird. Und das Problem, was ich dann meistert habe, also an sich, klar, das Problem, es ist meist fair verteilt, weil auch, man hat auch regelmäßig Teams, wo die Gegner scheiße sind und man selbst nicht, das eigene Team gut ist. Das Problem ist immer diese Unberechenbarkeit, die dadurch reinkommt, die halt sehr, sehr anstrengend ist und die einen auch, finde ich, persönlich sehr daran stört, sinnvoll zu fahren. Weil man sich halt denkt, so, okay, die Position ist gut, die kann ich normalerweise gut fahren. Und dann hat man halt auf dem Gegnerteam einfach irgendwelche unerfahren oder irgendwelche so, ja, Sonntagsfahrerspieler, die sich halt hinstellen und sagen, ich drücke jetzt einfach mal. Oder wirst du, dann ziehen nur noch drei mit und du wirst auf einmal voll zerschossen, weil du einfach nur an einer Ecke standest, wo du normalerweise lange Zeit sicher stehst, ohne Probleme, und sie dann einfach nur, die Gegner kriegen danach kurz aufs Maul, weil sie zu weit vorfahren, aber du bist halt auch tot. Und das ist, finde ich persönlich, sehr, sehr anstrengend an solchen Eventtagen. Wenn nicht der Stream wäre, würde ich wahrscheinlich heute Abend auch nicht spielen. Und gut, die Folge hier nehme ich halt zum auf, damit ihr was zu sehen habt. Und hoffe, dass ich nochmal eine vernünftige Runde hinbekomme. Wir haben hier an sich keine schlechte, also auf beiden Seiten drei Waffenträger. Das ist halt unheimlich riskant. Aber dadurch, dass den T-62A und T-57 Heavy hier mit hinfahren, haben wir hier gute Möglichkeiten. Und da ist ein gegnerischer WT aufgegangen. Das heißt, drauf da. Ich bin am verdammten WD abgeprallt. Das habe ich nicht gut gemacht. Ja, ungefähr war. Wir hauen uns sicher jetzt selber noch mal einen rein. Das hätte ich besser machen können. Eindeutig. Wobei das Problem war, es war ein halbes Haus davor. Da wollte ich mich nicht Stunden zum Zielen lassen. Nehmt ihr den mal auseinander? Ich will mal einmal hier um die Ecke looten. Genau wegen sowas. Warum hatten wir eigentlich einen Panzer selbst oder fette 5 dabei? Wir sind noch in einem 10er-Match. Weil der Waffenträger 5 im Platoon ist. Und leider kommen da jetzt 2 E75, was ich nicht unbedingt toll finde. Und unser AOK hat leider noch nicht den kleinen Turm, das heißt, da können sie leichter durchschießen. Aber wir sind ein Conqueror, wir können netterweise auch auf Kuppeln schießen.
Nee, hat nicht den kleinen Turm. Okay, dann ist alles in Ordnung. Dann kann der für uns hier das Tank übernehmen, wenn wir immer einzelne Schüsse abgeben. Und eine Maus. Weil Maus. Und leider nicht weit genug vorne, dass wir da die schöne Stelle hätten. Aber unser T-57 Heavy ist an der Stelle unheimlich praktisch. Und da muss ich sagen, macht der Conqueror richtig Spaß. Also das ist so eine Szene, die halt echt Spaß macht. Weil wenn man da verhindern kann, dass alles auf einen schießt, kann man halt echt gut mit dem auf so Mid-Distance snipern. So, Kommando-Kupole der Gegner, klar, kein Thema, hau ich rein. Das ist doch mal als Weak Spot. Ja, auf jeden Fall habe ich es diesmal nicht getroffen. Aber also, natürlich nicht jeder Schuss, klar. Auch hier auch nicht zu viel versprechen. Aber so jeder zweite bis dritte Schuss kommt halt echt gut beim Gegner an. Und, oh, Arti, so eine Überraschung aber auch. Arti schießt auf mich. Ja, Mensch. Zum Glück hat sie nur 2 Schadenspunkte mit ihrem HE-Treffer gemacht. Die hat wahrscheinlich... ja gut, klar, ein Wunder, sie entschießt, hier stehen 3 schöne, saftige Ziele, aber... Mann, ich setze mal erstmal zurück. Bevor da gleich wieder Arti reinschießt. Machen wir uns lieber hier hinten ein bisschen was. Geschossen, das heißt, wir können ein Stück vor. Und gerade wenn ich komme, sind sie alle wieder zu. Ja, ja. Leider haben wir bisher mehr verloren als die. Und das ist ein Problem. Da ist die ES-8. Ich bin nicht aufgegangen. Und werde es auch in nächster Zeit nicht, weil da die Häuser durchgehend dazwischen sind. Okay. Doof ist, wir können halt hier jetzt auch nicht wirklich drücken. Dafür sind das doch zu viele. Aber wir können der ISO einen abfrühstücken. Sehr schön. Gut, ich bin aufgegangen. Das ist jetzt riskant. Auf jeden Fall in Bewegung bleiben, bevor gleich Arti zuschlägt. Und der E4 kommt. Und der WT kommt. Und da platzt auch schon wieder was neben mir. Das ist nicht gut. Ich kann mich jetzt nicht wirklich Richtung Norden drehen. Unser T-57 Heavy ist tot. Wir brauchen halt einen Nundorf-Perlenfluss, haben wir auch verloren. Ah, verdammt. Irgendwie ist das heute schon wieder so ein Tag, wo es nicht allzu gut läuft. Und da ist der E4. Der kommt gleich. Aber ich sehe auch wenig Sinn darin, jetzt noch zu verteidigen. Weil, ja, ich hätte Ketten reparieren, hätte glaube ich nicht mehr viel gebracht. Und ich glaube, wir können uns das anschauen, denn das wird ziemlich schnell vorbei sein. Die Tasche wird jetzt zerdrückt. Und dann war es das. Dass wir den gegnerischen WT früh aufgemacht haben, hat mir eigentlich sehr viel Hoffnung gemacht. Aber leider sollte es nicht sein. Herr T62A, du bräuchtest Hilfe. Die brauchten, glaube ich, gerade alle, denn wir haben ziemlich auf die Schnauze bekommen. In solchen Momenten wünschte ich mir meinen Fast-Forward-Button, damit es ein bisschen schneller geht, aber naja. Da war wieder die Arti. Die sich hier natürlich auch denkt, ja, das ist ein super Ziel, da reinzuhauen. Interessant, dass die... Und sie macht... Sie freut sich darüber. Das finde ich immer unheimlich unsympathisch, wenn Arti über sowas feiert. Und all das im Chat noch unter die Nase reibt. Macht unser E50M noch. Noch hinten unterwegs. Problem ist, dass halt keiner von denen noch eine Chance hat, viel zu reißen. Es lief einfach scheiße. Das gegnerische Team war besser. Hat unsere Arti, glaube ich, am WT nochmal zugeschlagen. Und unser WT auch. Vielleicht war es auch zweimal unser WT und der hat mit die Stuppelgun mit HE. Das sieht nämlich so aus bei dem hier. Ja, der hat die kurze, das heißt, der hat die 150mm Gun mit HE drin, wahrscheinlich. Leider, der andere ist schon tot. Ich hätte mir gerne angeguckt, welche Gun der verwendet hat. Und er wird jetzt, ja, der ist im Reload, sonst hätte er wahrscheinlich schon längst abgedrückt. Und das heißt, die Gegner können die hier gemütlich auseinandernehmen. Der Treffer vom E4 war wahrscheinlich mit HE, weil der hat echt wenig Schaden mit einem Schuss gemacht. Und ja, da haben sie ihn, jetzt fehlt noch die Arti. Und dann können wir das mit dem Conqueror noch ein drittes Mal probieren. Leider sollte es wieder nicht sein.
Sehr schön. Und er beschwert sich bei den Campern dabei. Also, das war jetzt halt echt ein bisschen peinlich, denn er war derjenige, der hinten gestanden und gecampt hat. Wir sind zwar die Tasche gefahren, aber wir hätten da halt nicht wirklich vorfahren können. Nicht gegen zwei E75 und eine Maus. Wenn wir auf die Ergebnisse schauen, aber der hier wird ziemlich ja, bescheiden sein. Da bin ich zu früh gestorben. Hier war ich überraschenderweise wieder in der Top 3. Ja. Wie gesagt, es soll heute nicht sein. Ich hoffe, dass es nachher beim Stream besser wird. Das klingt nicht schlecht. Aber das habe ich die letzten zwei Runden auch gesagt und dann haben wir jedes Mal voll auf die Schnauze bekommen. Ich sollte also nicht mehr sagen, gut, das sieht gut aus. Denn das führt bisher irgendwie immer dazu, dass wir nur auf die Nase bekommen. Mal sehen. Bei Centurions und die haben mehr Heavies. Normalerweise bin ich unser einziger Heavy, das heißt, ich werde über die Heavy-Route fahren müssen. Und hoffe, dass da noch was mitkommt. Denn sonst habe ich das Problem, dass ich da alleine gegen die wenig machen kann. Oh, der V drückt auch mit. Das heißt, ich hoffe, er zielt zumindest in die Richtung. Das wäre super. Wäre zum Beispiel auch für die Centurions gut machbar, damit lang zu fahren, dass wir da mit drei Neunern durchdrücken gegen deren Neuner. Aber das kann ich natürlich vorher nicht voraussagen, was die machen. Sieht aber so aus, als kommen sie mit. Oh, sehr schön. Das ist super. Damit haben wir nämlich die Möglichkeit, dass jetzt. Oh, das ist nur der Comet, der da lang fährt. Nein, was ein Centurion hinter mir. Das gefällt mir. Und der andere auch sehr gut. Fährt viel da lang. Das heißt, wir können hier wirklich drücken. Mal sehen, ob es klappt oder ob ich wieder als erster platze. Oh, ach, der hat noch den kleinen Turm. Deswegen fand ich, sah der so ungewohnt aus. Da fehlt der Einkaufskorb hinten dran. Die Briten sind nicht doof. Die wissen, wir müssen noch regelmäßig einkaufen. Also haben wir unseren Panzer direkt hinten Einkaufskorb mit reingemacht, wo man die Sachen reintun kann. Ähnlich wie beim Fahrrad, der Korb hinten. Nur, dass man es halt beim Panzer hinten einen Turm ranmacht und nicht auf den über den Hinterreifen. Und der andere hat den Einkaufskorb. Und jetzt steht er natürlich genau für mich im Weg, aber wir können dann abgeben. Sehr schön. 361 war natürlich das Schlechteste, was wir würfeln konnten. Und was machst du denn da hinten, kleiner Mann? 103 ist da oben. Und ja, gegen den Konkrak darf man sich nicht auf die Panzerung stellen von so WZ. Also normalerweise hat ein WZ einen sehr guten Turm. Auch der Stockturm ist schon in Ordnung, aber gegen den Conqueror darf man sich darauf nicht darauf verlassen, dass der hält, weil der kommt da ohne Probleme auf die, kriegt die Schüsse da ohne Probleme rein. Das wird geschossen, das heißt, ich kann wieder vor. Ja, Wanne war kein gutes Ziel, aber es schießt auch schon wieder Arty auf mich. Ja, ich hasse Arty. Aber das hatten wir ja schon zu Genüge. Und es ist auch verständlich, dass die hier reinhält bei der Anzahl an Heavies hier. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich schießen will. Das ist nicht gut. Nur das da so. Und jetzt würde ich echt gerne auf den Panther da oben, aber der fährt schon wieder zurück. Mist. Der im falschen Moment den Turm gedreht. Ich habe eine doofe Stelle getroffen. Aber man sieht hier auch die Leistung des Centurions. Der kommt hier mit seiner Panzerung einfach mal zur Rande. Und ich fahre mal vor, dann setze ich wieder mich ein bisschen weiter unter Druck. So, dahinter unsere Arti hält hier mit rein. Sehr schön, wir haben wenigstens den fairen Support gegen deren Art, im Ausgleich zu deren Arti und die Dorken oben. Sehr gut, ich unten. Oh, sie drücken doch nicht, verdammt. Hätte es eigentlich gehofft, dass wir die weiter vorfahren, dass sie auch mich weiter vorfahren. Panther setzt ein Stück zurück oder vor? Dann nehmen wir den. Und da zeigt sich die Qualität des Konkras. Es ist schon einiges doch an uns abgeprallt und gleichzeitig haben wir für die Möglichkeit, hier selbst sehr, sehr gut zu feuern. Wenn ich da jetzt gerade die Gun nicht richtig runterkomme. Wir haben eigentlich eine ordentliche Gun Depression. Nicht so gut wie die Mediums, aber ordentlich. Und ich verschieße natürlich. Zähl noch, wie gut die Gun und sowas ist und verschieße so einen Schuss, wenn ich selbst getroffen werde.
Ja, geht doch. Hoffe, der Super Personär bleibt nicht hinter mir stehen. Sehr gut. Und weg ist er. Wir haben leider aber auch die andere Flanke verloren. Und ich habe gerade auf meine Windows-Taste gedrückt. Das ist nicht gut. Ich wollte eigentlich dahin drücken. Wir müssen nämlich jetzt leider zurück. Sonst wird das nichts mehr. Unsere Zenturions, muss man dazu sagen, sind auch gut. Die haben das erkannt. Rückweg. Damit dürften wir die Runde eigentlich schaffen können. Ein bisschen, was Lebenspunkte angeht, jetzt in der Hinterzahl, aber wir haben unsere richtig starken Panzer noch, wenn die ihre Neuner verloren haben. Und da, das ist halt ein Vorteil, den wir, denke ich, ausnutzen können. Wenn die jetzt gleich auf unseren Cap drücken, können wir das schön von der Seite zerlegen. Ich glaube, auf die E6 werde ich nicht mehr kommen. Aber wir können ja auch gleich schön über die Kante schießen. Ach, das macht Spaß. Und man muss auch sagen, knapp 3000 Schaden. Und Werte, die für den Conqueror ordentlich sind. Also klar, es geht immer mehr. Aber das sind Sachen, mit denen ich normalerweise nach so einer Runde schon zufrieden bin. Nein, haben wir den nicht bekommen. Kriege ich jetzt die IS-6? Nein, und den T-54 auch nicht. Dafür stehe ich nicht gut genug. Aber ihr seht schon, wir drehen das eigentlich noch recht gut. Haben zwar weniger Lebenspunkte, aber nehmen wir auch gerade gut Leute auseinander. Oder T30, ich verstehe dich nicht. Daher kann ich nicht auf das, was du sagst, eingehen. Komm leider auch die IS-6 von hinten noch nicht ran. Dürfte ich sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und er hat mich nicht bemerkt. Dann ist er tot. Aber ich muss jetzt auch sehr vorsichtig sein, wo der T69 ist. Centurion weniger, denen kann ich nicht helfen. Der Comet muss das da alleine reißen. Leider auch der hat beide Centurions zerlegt, das ist übel. Die Panzer selbst von der Fette, vielleicht komme ich an die dran. Ein Stück vorfahre. Da ist sie, vollkommen falsche Richtung geguckt. Und ich bin auf dem T69. Und der ist ziemlich voll, das ist ein Problem. Aber er hat keinen direkten Support. Und mich scheinbar noch nicht komplett bemerkt. Oh, und der brennt, das ist super. Oh ja, er ignoriert mich, sehr gut. Auch wenn er den T-28 damit rausgenommen hat, aber... Ich hoffe einfach, ja, er hat einen Schuss gebounced, jetzt kann er auf jeden Fall mich nicht kaputt bekommen. Atmen, 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 und der schießt mit Heat, die Sau, der schießt mit Heat. Dann werde ich jetzt auch schon mal IPCA durchladen für den. Leider hat er die bessere Sichtweite. Und er kriegt mich natürlich davor. Schade, schade. Gegen Heat kann meine Panzerung leider nichts machen. Ärgerlicherweise reicht meine Panzerung da nicht aus. So hätte der AP geschossen, hätte ich das schaffen können. Ganz klar. Gegen Heat, wenn er über mir kommt, kommt er da ohne Probleme durch. Und ich habe ihn leider nicht sehen können vorher. Aber ich wäre halt auch nirgendwo wieder in Deckung gekommen. Und der T69 musste halt einfach weg. Da haben wir in kürzester Zeit 1200 Schaden gemacht. Das musste sein hinter dir, T30 hinter dir. Und leider kann die Arti den auch mittlerweile sogar wegsplashen. Und der T54 ist zügig und war schneller im Cap. Das heißt, er kriegt maximalen Draw hin. Und er schafft es nicht, mit einem Schuss die Arti rauszunehmen. Das ist bitter. Weil die Arti ihn erwischt. Oh, schade, schade, schade. Aber da kann ich sagen, das war wenigstens eine Runde, wo ich gut gespielt habe. Bis auf das, wie ich den T54 am Ende nicht wegbekommen habe. Und dass ich einmal gedacht habe, das Team drückt und dann haben sie doch nicht gedrückt, sondern sind nur einmal vorgefahren und wieder zurück. Da hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich nochmal irgendwie 400 Lebenspunkte mehr gehabt und hätte mich am Ende mit dem T-54 besser anlegen können. Aber das gibt wenigstens mal Erfahrungspunkte. Damit kann ich leben. Kann ich wenigstens sagen, ich habe ordentlich gespielt. Ich hoffe, ihr fandet zum Conqueror nochmal unterhaltsam, auch wenn, wie gesagt, es momentan bei so Event Day nicht so super läuft. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß drauf und ihr werdet sicherlich bei Zeit sehen, wie ich mich entschieden habe, erst E50M oder erst Conqueror. Bis dann, Leute. Macht's gut.